Willkommen zurück bei Banjo-Kazooie. Click-Clock-Wood steht immer noch an, genauso wie das, wie der Sommer hier. Und wir haben jetzt auch alle Noten, 36 Noten bräuchten wir und brauchen nur noch einen Mumbo-Schädel, der befindet sich hier. Dann haben wir das hier geschafft, aber noch nicht voreilig sein, denn ihr erinnert euch noch an etwas, was wir hier machen können. Der hier wollte nämlich raupen. Und ich esse! Schisshaftig. Nein! Ich möchte gegessen werden! Nein! Nicht der Wilo! Nicht der Wilo! Oh, jetzt bin ich mit dem Hans zusammen. Ich esse den Hans! Und er wächst. Süß. Jetzt bin ich aber satt. Will schlafen. Nun, es scheint, als wäre da kein Will dahinter. Du tust jetzt scheinbar schlafen. Beziehungsweise du schläfst jetzt. Tut, sagt man ja im Deutschen in der Regel nicht. Außer bei, umgangssprachlich ist es natürlich in Ordnung. Schreiben sollte man es wirklich nicht. Und umgangssprachlich hört es sich auch nicht wirklich schön an. Aber gut, so. Hier ist jetzt alles, wie gesagt, geregelt. Weil, ja, hier kann man wirklich nicht mehr holen. Wie sieht's denn mit den Jinjos aus? Okay, ich habe definitiv einen vergessen. In der, im Frühling. Glaube ich zumindest, dass ich da noch mit der Biene hätte rein sollen. Aber das hat ja noch Zeit und Rat. Und ja, super hingeknallt. Oh, Moment, noch eine Raupe, die nehme ich gerne mit. Jetzt hast du übersehen, weil wie gesagt, es wird mir im Herbst weiterhelfen, auf jeden Fall. Gut. Runter. Am Snarebier vorbei. Und raus. Super. So. Also, drittliebste Jahreszeit ist der Sommer. Den Winter mag ich komischerweise am wenigsten. Warum? Ich weiß nicht genau. Den finde ich jetzt nicht so gut, aber allgemein habe ich dieses Spiel nicht so mit den Wintergegenden, fällt mir auf. Na, vielen anderen, schauen wir mal, mag ich schon die Level. Irgendwie nicht so, aber das ist rein subjektiv, möchte ich noch dazu sagen. An sich sind die richtig gut. Wer muss doch wer holen? Baby hat Hunger, will 10 Raupen haben. Ihr seht, das ist ein kleiner Nimmersat. Und ja, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, der Quest erstreckt sich wirklich über Endloszeiten. Über alle Jahreszeiten, sprich. Aber gut, wie ihr seht, wir haben schon 3. Genau das meinte ich. Und ja, der Herbst ist auch schon größte Jahreszeit. Es gibt 3 Puzzleteile und 48 Noten. Das bedeutet, wir müssen am Ende 84 in unserem Besitz haben, oder? Ja, macht Sinn. Okay. 84 brauchen wir am Ende. Und ihr seht, wie episch das hier geregelt ist mit diesem Laub, was hier ist. Das finde ich mal richtig genial gemacht. Ich bin ein großer Fan von dieser Jahreszeit, deswegen ist es auch meine Lieblingsjahreszeit, der Herbst. Allerdings nicht gefreut vom Frühling. Der Frühling hat auch eine echt geile Atmosphäre mit dem Regen. Aber das hier mag ich noch ein Stück mehr. Und ich glaube, diese Libelle brennt der Kittel. Aber ganz gehörig. So, stirb. Nein. Komm, her damit. Und tschack. Na, Moment. Kriege ich die Honigwabe bitte? So, Puls. Dankeschön. So, ihr erinnert euch ja noch daran, dass wir Gnortys Bau freigelegt haben. Aber wir nicht zu ihm konnten, da wir nicht dort hochkamen. Das war zu steil. Jetzt, da natürlich im Herbst wieder Wasser liegt, ihr wisst, im Herbst und Frühling reden das am meisten, können wir hier hin. Na, Gnorti? Oh, da bist du ja endlich. Ich habe Monate auf dich gewartet, um dir das hier zu geben. Ja, schön, dass du aber so lange und geduldig auf uns gewartet hast. Das tut nicht jeder. Andere Monks haben gesagt, ja, es verjährt, man verpiss dich. Aber das ist wirklich nett von dir. Übrigens, cooles Feuer. Lustig, wie er das, Dings. Wie er da einfach so 2 Stöcke genommen und damit Feuer gemacht hat. Sieht ulkig aus. Aber okay. Raus hier wieder.
Auch geile Musik, die bei Knorty spielt. Geiler Remix davon, oder? Und jetzt spielt, wie ihr seht, wieder die normale Musik von Click-Clack-Wurz. So, jetzt seht ihr erst, wie wichtig die goldenen Federn sind. Denn nun brauchen wir auch bei den Snabbiers, um Noten zu bekommen. Glücklicherweise brauchen wir das, wie gesagt, im Winter nicht mehr. Das ist jetzt nur für den Herbst noch wichtig. Da komme ich wahrscheinlich mit der Anzahl, die ich habe, auch noch einigermaßen durch. Aber ja, es ist schon ein klein wenig eng, das möchte ich sagen. Ich hoffe, ich finde hier noch ein paar. Gut, hier ist ein Jinjo. Noten nehme ich natürlich mit. Hier oben ist eine Raupe. Sehr gut. Und hier unten befindet sich erneut Boggy. Hey, der hat's da Monate ausgehalten. Da wollt ihr ein schattiges Plätzchen. Da geht ihr hier in die Click-Clock-Woods. Im Sommer. Nun, jetzt hast du schattig und einen schönen Schlag auf die Höcker. Dum, dum, dum. Ich habe eine Idee. Ich haue ab in die Lava-Welt. Dann werdet ihr mich niemals finden. Ja, ein Gag, der tatsächlich in Banjo-Tooie nochmal neu aufgegriffen wird. Das finde ich richtig, richtig lustig. Was dann Banjo-Tooie draus gemacht hat. Denn ihr wisst, in Banjo-Tooie gibt es keine Eiswelt. In Banjo-Tooie schon. Und ratet mal, wer da ist. Aber dazu jetzt noch nicht so viel vorweg. Auf jeden Fall richtig lustiger Joke hier von Ware mit dem guten Boggy, der dauergeowned ist. Also keiner ist in der Banjo-Kazooie-Geschichte so geowned wie Gobby. Aber irgendwie ist es auch lustig. Und danke, du Klacker. Gut. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Machen wir das jetzt nochmal. Aber ihr seht schon, wo diese hohe Anzahl an Noten herkommt. Und den hatte ich sowas von erwischt. Das kann ich jetzt nicht ganz akzeptieren. Aber ich glaube, den ist egal, ob ich das akzeptieren kann, oder? Ja, wahrscheinlich. So, her damit. Zumindest eine kleine Wiedergutmachung würde ich lieber Klacker. Und ja. Gehe ich mal hier rüber. Ich habe doch jetzt ein bisschen an Energie verloren. Daher möchte ich da auf der sicheren Seite sein. So. Das hier ist... Ah! Eine Nervensäge kommt... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich in Ruhe. Das ist ein Grappling Hood im Übrigen. Kam ja auch schon vor... In der, Dings... Wow. Kam ja auch schon vor... In Rusty Bucket Bay. Und ja, um zu dieser Blume hochzukommen... Wir könnten sie normal erklimmen, um da oben dieses Puzzleteil zu holen. Ich bevorzuge aber einen ganz anderen Weg. Den werde ich euch noch zeigen, weil der einfach viel, viel einfacher und viel weniger kompliziert ist. Und die Erfolgschancen noch zu kommen auch viel höher sind, denn die sind hier etwas bescheiden. Achso, ich bin schon voll. Okay. So, bam, Raupe. Nein, ich werde eigentlich nur die Raupe. Gut, Mumbo steht wieder an. Diesmal nicht Dschungler, sondern... Wieder mit Gummischuhen. Ich glaube aber Mumbo-Schädel ist hier nicht, oder? Ich brauche hier am Ende 35. Hier gibt es 5. Das ist wie im Winter, aber nee, hier ist nichts. Würde ich mich auch überhaupt nichts erinnern in die Richtung. Also gut, passt. So, reinmarschiert. Eine Raupe immerhin. Boah, Mumbo, viel beschäftigt. Wollte das sagen. Ich habe ihn da weggedrückt, weil ich die Schuhe ausziehen wollte. Vielleicht kann ich den Dialog restoren, beziehungsweise nochmal neu erscheinen lassen, wenn ich rein und raus gehe. Probiere ich gleich mal. Gut, das war's. Junge? Okay, was zum Geier. Wo geht's hier raus? Hier. Irgendwie gerade Orientierung verloren. So, rein nochmal. Vielleicht können wir jetzt den Dialog sehen. Nee, leider nicht. Sorry, der ist jetzt auf ewig verloren. Das wollte ich wirklich nicht. Es tut mir leid. Mumbo-Schädel gibt es ja, wie gesagt, diesmal nicht ganz so viele. Die finden wir auf jeden Fall alle. Und oh Gott, ja. Ja, das habe ich leider gesehen. Das war versprungen. Aber gut, einfach noch wieder nach hier hinten.
Da haben wir noch die Honigwaffe von dem Klacker, den wir geowned haben. Das ist gut. Und ja, zurückverwandeln. Und rauf da. So. Okay. Okay, gut, genau, das sind Noten, habe ich mich doch richtig erinnert. Also runter da. Schnell das, die goldene Feder rein. Jetzt sind wir nur noch 5. Ach du Scheiße. Also das ist wirklich sehr knapp bemessen im Herbst. Das Ganze. Da merken wir, wir werden noch einige Probleme in der Richtung bekommen wahrscheinlich. Wobei ich glaube, jetzt gibt es tatsächlich nur noch wenige Snare-Biers, wo wir eine goldene Feder benötigen. Also ich hoffe einfach mal, dass wir das hinbekommen. So, stirb. Okay. Na gut, gehen wir hier mal weiter. Und dann diesen kleinen, diesmal blätterbedachten Weg hoch, den wir das letzte Mal gesehen haben. Den Snappy haben wir uns schon gekümmert. Jetzt kümmern wir uns auch um diesen Klacker. Wunderbar. Und diesmal geht es erneut über die Blätter. Jedoch sind die Blätter dieses Mal kleiner, damit ist das Ganze nochmal einen kleinen Tacken schwieriger. Oh Gott, das war eng. Aber ihr seht schon, also ich finde es nicht einfach, jetzt das zu erwischen. Weil, wie ihr wirklich seht, es ist nicht viel Spielraum. Ganz und gar nicht. Vor allem dieser eine Sprung, den ich vorhin versaut habe, da tue ich sehr oft runterfallen. Das schaffe ich eigentlich so gut wie nie. Deswegen hole ich da, gehe ich da meistens von oben dahin, wo ich hin muss. Also von der anderen Seite. Vielleicht gelingt es mir so eher. Weil, ja genau, weil es sich durchbackt. Und das langweilt einfach Banjo. Das langweilt dermaßen, das gibt's gar nicht. Wenn er da meint, sich durchbacken zu müssen. Das ist nervig und das kommt da verdammt oft vor, dass er einfach draufsteht und dann doch nicht oben ist. Oder genau wie jetzt. Eigentlich hätte er da noch locker hoch können, aber nein! Rüberbeugen ist nicht. Er muss mit den Füßen drauf sein, sonst seht's nicht. Und selbst wenn er hier manchmal mit den Füßen drauf ist, hat er trotzdem noch durch. Und diese Stelle langweilt einfach. Ich glaube, ich mache es wieder so, wie ich es immer mache, dass ich da von oben hingehe. Weil diese Flugplatte, die ist so beschissen. Das, also, mit nee, Sprungplatte. Die ist so beschissen, das gibt's gar nicht. Oh Mann. Okay, nächster Versuch. Es ist einfach... What? Ich bin oben, lol! Ich fass es ja nicht. Ja gut, dann, okay. Dann hier mal hin. Nein! Okay, Banjo, du Vollidiot. Du bist entlassen. Das war jetzt nur noch Kazooie. Wie er darunter gefallen ist, ist an dem ich hier nicht mehr zu überbieten. Und ich werde jetzt auch nicht mehr diesen Weg gehen, sondern diesen hier. Einen Schluss, den ich jedes Mal treffe, wenn ich dieses Spiel spiele. Weil es einfach so wahnsinnig wird. So, das ist gut. 9 Raupen. Ich brauche ja nur 10 Stück, also mit denen, die ich jetzt habe, kann ich super leben. 33 Mumbo-Schädel. Super. Fehlen noch 2. Oh, da hinten sind goldene Federn. Da werde ich auf jeden Fall hin. Zumindest, wenn ich es... Ja, jetzt geht's los mit dem Runterfallen. Dem Runterfall-Marathon. Den hatte ich eigentlich schon viel früher erwartet, aber... Ja, der hat ein bisschen auf sich warten lassen. Jetzt ist er da, heißt ihn herzlich willkommen. Also, noch einmal. Tritt sich allerdings die Kamera auch etwas merkwürdig, auch wenn es jetzt keine Entschuldigung sein soll. Denn das war vorher nicht der Grund, dass ich runtergefallen bin. Nur gerade ist mir komisch aufgefallen. So, 6. Ja, ich glaube, damit komme ich gut durch. Mit 6 goldenen Federn. Stirb, 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 stirb. Nein! Das hast du nicht getan, du Klacker! Boah! Ich glaube, ich bin ja nicht hier gleich ein Sacker um, Junge.
Ja, geh halt da raus, Mann, aus dieser dummen Kameraperspektive. Alter! Das langweilt. Warum war der jetzt so dumm, diesen Sprung hinzukriegen, bitte? Ja, aber Kamera, chill doch einfach. Ja, Kamera, chill. Chill, ich möchte hier hin. Hier hingucken, genau. Brave Kamera. Nervig. Oh Gott. Du Arschloch, du. Weißt du, wie viele Punkte ich wegen dir verloren habe? Das gibt... So verpiss dich, Grabinut. Das gibt Rache. Aber sowas von... Nicht zu knapp, du. Nicht zu knapp. So. 10... Wo? Nein. 10 Raupen nun. Damit haben wir die, die wir brauchen. Die, die ich finde, werde ich natürlich trotzdem noch weiter einsammeln. So. Hier gibt's nichts mehr zu holen, Bär. Wir sind alle ausgeflogen. Ja, ich muss dann, wie gesagt, im Frühling nochmal zurück, um den Ginger zu holen, der hier eigentlich sein sollte. Hier ist auf jeden Fall die eine Raupe und die Noten. Und das kann man festhalten, aber ansonsten nichts groß. Okay. Gut. Rüber nun. Läuft übrigens jetzt gut, was unsere Statistik angeht, wie ihr seht. Auch der Herbst ist fast abgeschlossen. Wir müssen dann natürlich bis zum Ende überleben, bis wir alle Noten haben. Deswegen werde ich im Winter dann auch ein bisschen zügig machen, um alle Noten zu bekommen. Denn die möchte ich auf alle Fälle nicht noch einmal alle einsammeln. Ich glaube, das kann mir niemand, wirklich niemand verübeln, dass ich da wirklich Lust drauf habe. So, oh Gott. So, dieses extra Leben hole ich nicht, weil ich muss... Scheiße. Oh Gott, oh, da kann ich nicht runter. Ich muss wirklich auf meine goldenen Federn achten. Da habe ich einfach zu wenige jetzt zur Verfügung. Das ist alles zu eng. Sonst würde ich es machen, wirklich. Aber in diesem Fall. So. Hier können wir jetzt übrigens auch den Mumbo-Schädel... Quatsch, das Puzzleteil einsammeln. Glaube ich. Ich weiß nicht 100%. Ich glaube, jetzt könnte man auch den das Puzzleteil einsammeln. Ich habe es aber noch nie im Herbst gemacht, weil ich immer den Ehrgeiz habe, es im Sommer schon zu machen, weil es so schwieriger ist. Aber ja. So. Gut. Sprungplatte hier unten mit einer weiteren Raupe. Das haben wir schon viel, viel mehr als verlangt. So. Ein bisschen die Kamera wechseln. Und ihr seht, hier war auch nichts mehr von Bedeutung. Wäre einfach eine Abkürzung gewesen, um da auch zu kommen, aber brauchen wir ja nicht. So, komm her, Libelle. Das ist auch hässlich, auf jeden Fall. Oh Gott. Und wer ist denn das? Nabnat. Hallo, du Bär. Ich brauche noch 6 leckere Eichen, bevor der Winter kommt. Ja, schön für dich. Was habe ich damit zu tun? Ach so, ich soll mal dir die Kastanien aus dem Feuer holen, das für dich machen, weil du ja zu fein dafür bist. Oh, Nabnat, du. Da frisst du alles auf. Alles. Und jetzt muss ich das ausbaden, oder wie? Oh Mann. Was? Das ist mir noch nie passiert. Und... total geschockt davon, dass ich beim verdammten Schnabelsprung durch den Rückstoß vom Schnabelsprung runtergeflogen bin. Beende ich diesen Part hier. Ja, Kazooie, das war unfassbar. Wenn der Part euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Bis zum nächsten Mal.